So, die Türen gehen zu und ich möchte Sie sehr herzlich willkommen heißen zur fast letzten Veranstaltung der Globale im Namen des Globale Teams. Wir freuen uns, dass Sie heute auch wieder zahlreich gekommen sind. Wir haben so viele schöne und gut besuchte Veranstaltungen erlebt, dass ich, und das gilt für unser ganzes Team, wirklich sehr, sehr dankbar bin. Ich denke, das Interesse an der Literatur, die Liebe zu den Büchern hat nun auch schon ganz anderes als Corona überlebt. Und nach der großen Vorsicht im letzten Jahr konnten wir der Begeisterung diesmal wieder ein bisschen mehr Raum geben, auch ohne Maske. Die können Sie natürlich aufsetzen, ist ja klar, aus Vorsicht, aber man muss es nicht unbedingt mehr und es hat auch eine sehr angenehme Seite. Ja, und ich begrüße sehr herzlich und freue mich ganz besonders, dass wir heute Emine Sefgi Östermaa zu Gast haben. Sie war nämlich vor 15 Jahren bei unserer allerersten globale Veranstaltung, das war damals noch im Funkhaus von Radio Bremen, da war sie dabei, neben zwei weiteren Autoren, da haben wir es noch recht klein gehalten, das Festival. Ja, wer mehr über diese erste globale wissen möchte, könnte das auf dem Blog des Literaturhauses von Libusche Tscherner und mir erzählt bekommen. Das hat nämlich durchaus auch komische Seiten, das nur so ein kleiner Seitenaspekt, wenn Sie ein bisschen hinter die Kulissen gucken wollen. Heute werden wir Sefgi Östermaas neuen großen Roman kennenlernen. Ein von Schatten umgrenzter Raum heißt er. Wir sehen ihn hier. Ich möchte Ihnen die Schriftstellerin kurz vorstellen. Das geht sehr gut anhand ihrer Romane. 1992 erschien der erste. Das Leben ist eine Karawanserei, hat zwei Türen. Aus einer kam ich rein, aus der anderen ging ich raus. Ein langer Titel. Da erzählt sie die Geschichte einer Kindheit und Jugend in der Türkei. Das beginnt in Anatolien. Bewegt sich über Istanbul nach Berlin, wo sie als 18-Jährige, 1965 war das, zwei Jahre lebte und auch in einer Fabrik gearbeitet hat. Und für einen Text daraus, da sind sie dann später mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis auch ausgezeichnet worden. Ja, 1998 dann der Roman Die Brücke vom Goldenen Horn. Hier reflektiert die Autorin die 68er-Zeit in Berlin und in der Türkei, nachdem sie bis zum Militärputsch Schauspielerin geworden war. Und dann kamen seltsame Sterne starren zur Erde, so heißt der Band, in dem sie davon erzählt, wie sie am Theater in Ost-Berlin gearbeitet hat mit Heiner Müller, mit Langhoff, mit Besson, also mit vielen Namen, die heute allen, wir sind ja hier in einem Theater, die langjährigen Theatergängern und Interessierten natürlich auch noch im Begriff sind und hat gleichzeitig in einer WG in West-Berlin gelebt. Das waren wilde Jahre zur Literatur geworden und das ist die Istanbul-Berlin-Trilogie. Ein Buch, was, wie ich finde, beziehungsweise drei Bücher, Trilogie, die nicht gealtert sind. Also wenn man die heute liest, dann ist man so in der Zeit drin. Das finde ich wirklich, das ist auch schon eine ganz unglaubliche literarische Leistung, um mal ordentlich am Anfang hier zu loben. Daneben gab es natürlich eine Fülle von Erzählungen, Gedichten, Bühnenbildern, dramaturgischen Ergänzungen zu Theaterstücken. Ja, und jetzt ein neuer Roman, ein, kann man sagen, kolossales Prosa-Gemälde, das einen ganz großen Bogen schlägt vom Verlassen der türkischen Militärdiktatur Anfang der 70er Jahre nach Paris. Da haben sie in den 70er Jahren mit dem Brecht-Schüler Benno Besson inszeniert, Theater gemacht, ja dann auch in Avignon, dann Schauspielhaus Bochum, nur um ein paar Stationen mal kurz zu nennen, wo das Buch uns hinführt. Dort haben sie ihr erstes eigenes Stück inszeniert. Berlin, andere Orte, hat die Ich-Erzählerin, die Protagonistin immer wieder aufgesucht, auch die Türkei, auch die Eltern, in einem wunderbar dramatischen Schreiben, einem, wie soll ich es nennen, ja, erfindendes Erinnern könnte man es nennen, an ein ganz reiches Leben, in dem Zeit und Raum aufgehoben wird und neu zusammengefügt wird. Bevor wir aufs Buch kommen, vielleicht erstmal die Frage, Sie sind ja so ein, man kann sagen, Theatertier, ja, schon seit so vielen Jahren. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie in einem Theater über Ihr Buch erzählen? Ist das was Besonderes, anders als irgend so eine mickrige Buchhandlung? Nichts gegen Buchhandlungen, ich liebe sie sehr. Nein, ich habe mich sehr gefreut, wie wir reinkamen. Ne? Habe mich wirklich sehr gefreut. Dann habe ich aber, während ich hier saß, habe ich gedacht, wie ist die Beleuchtung? Weil das ist klar, unser Neugier immer, wie die Beleuchtung und wie, wo stehe ich und so weiter. Ja,
Silvia Östermer, im Prolog schreiben Sie, um direkt ins Buch mal einzusteigen, weil es ist so toll und so umfangreich, dass uns sowieso nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür bleibt. Man kann nur einen Geschmack davon vielleicht vermitteln. Da schreiben Sie, über uns die Nacht hat aus den dunkelsten Ecken Ihrer Erinnerung etwas herausgeholt und dieses Etwas in der Luft leise verteilt. Ist dieses Etwas, was Sie da benennen, ist das ja eigentlich die Substanz Ihres Romans, das, was ihn ausmacht? Da haben Sie vielleicht recht, weil als ich diesen Satz schrieb, habe ich danach gedacht, oh ja, da, also ich hatte die Reise noch erst jetzt angefangen gehabt, sagte, vielleicht muss dieser Roman, muss diese etwas, was die Nacht aus seinen dunkelsten Erinnerungen rausgeholt hat und in der Luft zwischen dem und mir leise geteilt hat, so sollte es sein. Aber ich wusste nicht natürlich die Mittel, wie man das macht, aber Sehnsucht hatte ich danach, dass es das sein sollte, diese in der Luft leise geteilte. Und wenn Sie jetzt das fertige Buch vor sich liegen haben, haben Sie dann das Gefühl, das ist... Ja, da sind Sie in die Winkel dieser Erinnerung vorgedrungen. Das freut mich, dass Sie auch so was fühlen. Ja, ja, also mich hat es sehr erreicht. Ja, schön. Ihre Protagonistin ist zu Beginn ja fortgegangen aus der Türkei, weil, wie Sie schreiben, also Protagonistin, Ihre Ich-Erzählung, das ist ja nicht das Gleiche wie man selber in einem Roman, ne? Sondern auch eine Kunstfigur, die Sie erschaffen und die Sie durchführen und natürlich mit eigenen Erfahrungen speisen. Da schreiben Sie, die Wörter waren krank geworden und sie mussten geheilt werden, diese Wörter. Und da würde ich gerne ein bisschen hören, wo Sie diese Heilung gefunden haben. Sie selbst und auch die Wörter. Ich meine, Theater sind ja gute Orte, wunderbare Orte für Heilung auch. Ja, also ich gehöre ja zur 68er Generation. Und wir haben dort damals uns entwickelt, natürlich durch die Wörter auch. Und diese Genuss, also von dem Redner zum Beispiel, bei bestimmten Redner kann man das auch erleben, bei den großen Rednern, während sie reden, erfinden sie neue Ideen und neue Wörter und das genießen sie, während sie reden. Und so war das auch diese 68er Zeit. Du hast neue Wörter, und du entwickelst dich mit den Wörtern und wirst du reicher, du wirst reicher und die Wörter werden reicher und so. Und dann kam der Militärputsch, das ist ein faschistischer Moment. Und dann musst du all diese Wörter, die dich zu einer tollen Entwicklung geführt haben, musst du verstecken. Also unter deine Zunge verstecken oder deine Bücher zerreißen, damit die Polizei nicht merkt, welche Bücher du zu Hause gehabt hast. Deine Briefe musst du zerreißen, ans Meer schmeißen, auf die Toilette schmeißen, ist egal. Auf jeden Fall, das Wort hat große Wirkung damals. Und dann musst du Wörter verstecken. So. Und dann wirst du sehr unglücklich. Man sagt ja immer, man verliert die Muttersprache in der Fremde. Aber ich meine immer, man kann auch ihre Muttersprache im eigenen Land verlieren, in den schlimmen Zeiten. Und das war so eine Zeit, also der Anfang 70er für mich. Und da konnte mir vielleicht nur ein Traum helfen. Und dieser Traum war, aus der Türkei raus, nach Berlin gehen und mit Brecht-Schülern arbeiten. Ich war schon Schauspielerin. Und natürlich, man kann ohne Brecht kein 68er Theater sich vorstellen. Also ohne Shakespeare, ohne Brecht kann man sich kein Theater damals vorstellen. Und Brecht hatte vielleicht vor uns mit dem Faschismus eine körperliche Erfahrung gemacht und dementsprechend wunderbare Gedichte, Sätze geschrieben, so wie Groß bleibt. Großes bleibt nicht groß, klein bleibt nicht klein. Die Nacht hat 12 Stunden, aber schon kommt schon der Tag und so. Das hat mir alles damals eine Utopie versprochen, mir sehr geholfen.
Und dann dachte ich auch, meine Wörter sind krank, die türkischen Wörter. Die muss zu einem Sanatorium. Sanatorium. Und die Sanatorium ist natürlich immer ein bisschen zu einem sprachmächtigen Autor, Brecht, auch wenn er nicht lebte, aber man beschäftigt sich ja mit ihm und mit seinen Sätzen und so. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht nach damals Berlin zu dem wunderbaren Brecht-Schüler Benno Bissow. So. Ja, Berlin, eine Stadt, die ja nun auch von Kriegswunden noch sehr gezeichnet waren. Sie nennen das an der Stelle mal Draculas Grabmal. Ist nicht von mir der Satz, von Jean-Luc Godard. Ja, genau. Der sagt Draculas Grabmal. Zitieren Sie. Ja, ja, und da gerade in dieser Stadt konnten Sie eben auch mit den Toten sprechen. Auf dem Friedhof, auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, wo Brecht begraben liegt. Friedhöfe sind Orte, wo Sie dann auch ja, Begegnungen haben konnten in der Fantasie. Das spielt eine Rolle in diesem Roman, genauso wie Träume. Also vielleicht kommt von meiner Großmutter. Die hatte drei Männer verloren, also zwei sind im Krieg. Und den dritten hat sie verlassen, um hinter ihrem Sohn her in die Großstadt zu gehen. Und die hatte sieben Kinder verloren. Und ich war ihr Kind. Also, und die ging sehr gerne mit mir in den Friedhöfen. Die konnte nicht schreiben, nicht lesen. Sie blieb dann vor den Grabsteinen und sagt mir, wie heißt sie, wann ist sie gestorben, oder war die Mann oder Frau, jung gestorben, alt gestorben. Das musste ich ihr alles berichten. Und dann hat sie mir auch gesagt, die Seele der Toten brauchen deine Hilfe. Du musst ihre Namen auswendig lernen und in der Nacht Gebete für sie sprechen. Und das war in meiner Kindheit eine Obsession, so dass bei mir die Listen der Toten länger und länger wurden. In der Zeitung liest du was, ein Mädchen ist, was weiß ich, von Gas gestorben in den Slumviertel und so. Und dann die Name von ihr kam in die Liste. Oder eine armenische Frau, die keine Wohnung hatte, eine Nachbarin, die meine Großmutter besucht hat, starb in einem Hauseingang und so. Also solche Menschen, also nicht nur jetzt Verwandte, sondern auch ganz fremde Leute, die Toten, habe ich gerne mit den Toten zu tun gehabt. Ne? Da geht es doch darum, ein Gedächtnis zu bewahren, ja? Dass das nicht alles vergessen wird. Dieses Bemühen, ja, oder wie Sie sagen, fast eine Obsession, wie Sie sehr jung waren, hat ja was damit zu tun, dass man etwas bewahren möchte. Und das ist ja auch dann mit der Literatur ganz eng verbunden. Die Literatur ist ja auch ein Weg. Ach so, Gedächtnis, ja. Ja, ich weiß nicht, vielleicht zum Beispiel in der, meine Mutter und wenn meine Großmutter was Schönes gegessen haben oder Wasser getrunken haben, immer, ja, das soll in dem Mund meiner toten Mutter sein, toten Großmutter sein. Und dann wurde das getrunken und so, und mein Vater auch immer sein Rakı aufgehoben auf den Menschen, die in der wegen der Menschenliebe gestorben sind und so, also so derwischenmäßige Menschen und so weiter. So normal in der Zeit, die Leute hatten recht, an die Toten zu denken. Also ja, und Sie nutzen das, um eben in diesem Roman ja auch was lebendig werden zu lassen, auch Ihre Erinnerungen. Wir machen mal einen kleinen Sprung von Berlin nach Paris, bevor Sie dann mal eine längere Passage lesen. Wir haben das so überlegt, dass es eine längere Passage wird und wir nachher dann noch ein bisschen weiterreden. Und in Paris war es zum Beispiel auf dem Père Lachaise dann ja auch das Grab von Edith Piaf, ne, was Sie besucht haben und wo, ja, so wie das geschrieben ist in dem Buch, das Freunde werden eigentlich. Freunde, Begleiter, wo die Zeit, die vergangen ist und auch Tod und Leben eigentlich aufgehoben ist. Dazwischen ja, werden die Grenzen überschritten. Ja, und auch Sehnsucht, weil sie ja lernt die französische Sprache und staunt sich, wie, dass die Toten mehr Französisch können und dass sie eine blinde Sprache hat. Und ja, nur überlegt sie sich noch, wie viele Wörter haben sie, wie viele gesagte und nicht gesagte Wörter haben sie mit in den Grab genommen. Mhm.
Wörter, ach, so sagen können, einmal sagen können, so sagen können, wie Edith Piaf, La Zamande Parisienne, Couchon sur mes chansons und so weiter. Mhm. Also auch große Sehnsucht nach der Sprache, die Toten so könnten und die sie noch nicht kann und so. Aber immer auch diesen Abstand zur Sprache überbrückend, denn sie lernt ja die Sprache. Ja, natürlich. Sie lernt auch, sie allmählich, ja, ne? Ja, klar. Richtig. Und wird immer besser und eignet sich da auch was an. Und gibt es wiederum dann weiter als Literatur. Also es ist so ein Weg, wo es ist wirklich faszinierend, welche Schleifen dabei entstehen. Also große Bögen, wo etwas erlöst wird, mitgenommen wird und sich erneuert und anders wird. Hatten Sie das im Kopf, wie Sie das Buch geschrieben haben, oder ist das so eine Art zu denken, die sich einfach dann so ergibt, wenn Sie schreiben? Es gibt ja zwei Ich. Ja. Also ich sage es gerne Ich, weil ich vom Theater komme. Wenn ich Hamlet spielen würde, würde ich auch Hamlet Ich sagen oder Ophelia. Ich sage es Ich. Und ich konnte nie in dritten Person schreiben, habe ich schon versucht. Aber es ist mir nach dem ersten Roman aufgefallen, dass dieses Papier wie eine Bühne ist, wie ein Bühnenbild, wo du deine Figur hinschickst. So wie wenn wir am Theater zum Beispiel anfingen, ein Stück zu probieren, und sie sind immer wieder vor dem Bühnenmodell gesessen, 3 Tage lang, und die Figuren hin und her geschoben. Der geht dahin, der geht da, der könnte da und von da kommen, was weiß ich. Und das ist auch hier, wenn du auch eine Figur spielst am Theater, du erweiterst die Grenzen von dieser Figur, und diese, aber auch natürlich, die erweitert auch deine Grenzen. Ja. So kommt man am Ende zu dieser Figur. Und das ist beim Schreiben nicht nicht anders als das. Hm. Erste Ich und zweite Ich, und zweite Ich teilt dir auch Geheimnisse. Zweite Ich nimmt auch einen Weg, den du noch nicht kennst. Und das ist dann natürlich das Schöne beim Schreiben, obwohl es kein so leichter Beruf ist, sicher, weil am Theater, da gibt es eine Institution, die dich unterstützt, die dir ein Kostüm gibt, die sich eine Figur unterstützen. Und deine Kollegen küssen dich jeden Tag. In Frankreich küssen sie dich 3-mal morgen, 3-mal abend. Dann hast du 90 Küsse hast du. Nicht? Und hier beim Schreiben, keiner küsst dich. Ne? Du musst dich selbst ausbeuten, also Arbeitgeber und Arbeiter sein. Aber der Genuss ist diese eben von diesem anderen Ich, den Weg, den sie geht. Auf dem Weg zeigst du dir Sachen, passieren Sachen, wo du sagst, oh, hätte ich mich nicht hingesetzt, hätte ich das nie erfahren und so weiter. Ich glaube, beide so. So, dass das Schreiben eigentlich immer das, ja, ist das Wichtige immer gewesen, weil Sie haben so viel anderes auch gemacht, Bühnenbilder entworfen, ja auch ein Stück selber geschrieben, auch inszeniert, als Schauspielerin sowieso ja sehr, sehr viel gemacht. Und dann das Schreiben. Ich habe mich manchmal gefragt, wie haben Sie das alles gemacht? Also wie lebt man dann damit? Das ist ja, Sie haben gesagt, das ist Arbeit. Ne? Man ist Arbeitgeber und Arbeiter in einer Person dann auch. War es schwer oder war es immer ein Genuss? Nein, du sagst immer, das Leben ist lang. Ja, das ist. Ja, da haben wir einen wunderbaren Eindruck bekommen, wie Sie schreiben, wie sie Bühnen aufbauen und auf diesen Bühnen dann mit Sprache Wirklichkeiten schaffen, die ja, die Vergangenheit mit reinnehmen, die auch die Gegenwart mit reinnehmen. An einigen Passagen des Buches bricht die Gegenwart in den Roman auch ein, also zum Beispiel das Attentat auf Bataclan oder die Flüchtlinge im Mittelmeer. Auch das ist Teil dieses Romans. Also man kann sehr gut an dieser Passage sehen, wie sie arbeiten. Mir ist so besonders aufgefallen, dass alles belebt ist. Die Gegenstände, die Tiere, die Natur, es spricht alles zu Ihnen, beziehungsweise Sie bringen es als Autoren
zum Sprechen. Da würde ich gerne noch mal auf den Moskito zurückkommen vom Anfang. Das böse Tier, was gesagt hat, Sie würden in der Fremde zu einem Niemand schrumpfen. Eigentlich ist doch das ganze Buch eine Widerlegung dessen. Nicht? Denn ja, ja. Das Gegenteil. Moskito muss ja nicht passiert. Recht haben. Ne? Er hat nicht recht behalten. Nein, nein, die reden ja so. Nicht? Das ist ja auch der gewisse Nationalismus und in Angst weggehen. Nicht? Sich verändern ist ja eine mit Angst gebunden natürlich. Ne? Ja, der Krähenchor ist auch so etwas, was sich zu Wort meldet und immer wieder die Frau kritisiert. Und wofür stehen diese Vögel? Sind das die eigenen Zweifel und Selbstzweifel am eigenen Weg, die ja, dann auf diese Weise auch die Geräusche in der Nacht, ja, wo die Ängste auch größer werden. Mhm. Also auch die, sagen wir, die Krähen kommen ja um 5 Uhr morgen schlaflos. Und dann kommen die Krähen und so weiter. Und, das. Und Sie nutzen es, um diesen Krähen Stimmen zu verleihen, wo die dann sehr deutlich sagen, dieses gefällt ich uns nicht ja und da liegt Krähen. Die Angst und so. Aber Sie lieben eigentlich auch Krähen. Krähen. Das ist eine ganz ungewöhnliche Art, die Dinge zum Leben zu erwecken. Also das ist wirklich ganz große Literatur. Ja. Auf einen Punkt würde ich gerne noch, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, zu sprechen kommen. Das ist so ein bisschen ein roter Faden, was Sie beschrieben haben, die Frage, wo wohnst du, wo lebst du? Das zieht sich durch den ganzen Roman und der Ort, wo diese Frau lebt, ändert sich. Das ist mal Benoît-Besson, das ist, sind ganz viele Orte, wo eigentlich ja, sie sich immer dort beheimatet, ja, was gut ist. Ja, es geht ja um Momente, wenn sie Liebeskummer hat und dann kommt durch den Balkon ein Eichhörnchen und klopft an ihrem Kopf, ist sie ja ganz zufrieden, dass sie da ist. Dass, und dann sagt ihr, denkst du so, Tiere, die lebenslänglich im Gefängnis müssen, also in einem Tierheim, ne, und da adoptieren sie immer ein anderes Tier. Sagen wir, ein Löwe gibt etwas von seinem Essen zu einem, was weiß ich, der Ratte oder ist es schon so, hatte ich das mal in einem Buch gelesen, wo ein Mann, der die Tiere so beobachtet hat, ne, dass sie adoptieren die anderen Tiere. Und deswegen sagt sie ja, ich wohne in der Adaption eines Eichhörnchen und so. Und nachdem sie diese Geschichte gedacht hat, sagt sie, aber wer ist jetzt von wem adoptiert? Er von mir oder ich von ihr? Dann, nein, aber ich lebe in ihrer Adoption und so. Das, also mehrere Momente, wo sie wirklich glücklich ist, dass sie plötzlich Kinderlieder denkt und ich wohne in dem Istanbuler Kinderspiel oder ich wohne in dem Istanbuler Licht von Ara Güler. Also immer hängt das ab, ne? Es, um den Moment, ne, geht es. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie gerade benannt haben, nochmal in den Gedichten. In diesem Buch sind Gedichte, die Sie übersetzt haben, von großen türkischen Dichtern auch immer mal ja, Haltepunkte, Wegmarken, wo dann ganz beiläufig deutlich wird, dass die Türkei jetzt nicht das Land ist, nur wo die Gastarbeiter da angeworben sind, sondern ein Land mit einer großen, reichen Kultur, mit vielen Dichtern, mit Theatern, an denen Sie ja gearbeitet haben und Kollegen, die soweit sie, man sie ließ, was irgendwann nicht mehr der Fall war, wirklich auch große kulturelle Leistungen ja, aber gemacht öfter, haben. Und das finde ich sehr. Sie in Gefängnissen. Ne? Ja, zum Beispiel ja. Nazım Hikmet musste 24 Jahre lang war er, musste er ins Gefängnis, nur wegen seiner Gedichte, weil er eine linke Dichter eine Freundin, war. Ja, oder These. Eine Freundin von ihm, die hat gesagt, in diesem Land leben nicht wir, sondern die, die uns töten. Genau, und heute kann man ja töten wollen, sagte sie damals. Mhm. Das ist ja 30 Jahre her. Mhm. Und hätte sie heute gesagt, hätte sie gelebt, hätte sie gesagt, ja, in diesem Land leben wir nicht wir, sondern die, die uns töten. So, schon seit Jahren, also nicht nur jetzt wegen dieser Regierung, auch in den, seit 80er ist so. Ja, weil die Militärputsche kamen ja so in recht regelmäßigen Abständen dann auch immer wieder. Ja. Wie betrachten Sie das heute? Ist Literatur im Augenblick die einzige oder Ihre Literatur auch die einzige Möglichkeit,
ja, die Toten zum Sprechen zu bringen. Klar, muss man immer wieder, weil das, weil die aufgeladenen Energien sonst bringen ja nur Unheil. Also weil die Türkei hat sich ja mit ihrer Geschichte nicht auseinandergesetzt. Wie schade, dass die Armenier nicht mehr da sind oder Griechen weggeschickt ja. wurden. Schade, weil die Modernisierung kam von der Türkei, nicht? Das ist ja auf dem Weg noch, ne? da ist ein Kampf. Und teilweise sind modernisiert und Teil nicht. Das wäre wunderbar, wenn die Armenier und Griechen, türkische Armenier meine ich, Teil der Bourgeoisie geworden wären, Teil dieser Mittelklasse geworden wären, weil die waren ja sehr große Intellektuelle, gab es zum Beispiel unter den Armeniern in Istanbul, die dann weg. Ja, ja. Das war eine große Vielfalt im Osmanischen Reich. Ja, Handwerker und so weiter. Ja. Ja. Aleviten, große Kurden, Musiker. Juden. Ich werde nie vergessen, wie sag mal, der französische Chansonnier Armenier, der kleine Charles Aznavour. Aznavour sagte, ja, schön. Schade, dass die uns vertrieben haben. Wäre ich heute ein türkischer Sänger, ne? Sagt. Ja, das wäre ein anderes. Ja, der Großvater von Bob Dylan ist ja auch aus dem, ein Grieche aus dem Schwarzen Meer, der auch vertrieben worden ist. Ne? Und das ist etwas, was Ihrer Figur im Roman, Ihrer Frau, die Sie, der Sie folgen, das andere Ich, also Ihr Spiegel, das ist der sehr bewusst. Nicht? Das ist immer wieder etwas, was diesen Roman auch reich macht. Natürlich. Ja. Die Toten warten in der Türkei, dass man sich mit der Geschichte auseinandersetzt. Also sei es Kurden, Aleviten. Ich meine, das ist 91 schon 35 türkische Künstler alevitischer Herkunft ist in der Stadt Sivas verbrannt worden in einem Hotel. Das ist so. Ja, Nationalismus ist da ja, natürlich. Etwas, was zu diese Trauma geführt hat. Ne? Osmanische Reich weg, muss man akzeptieren. Alle Länder haben ihre Reich, also wie soll ich sagen, das ist ihre Kolonien verloren oder was weiß ich, mussten sie ja weg. Das muss man akzeptieren, ne? Auf die Neue sich freuen. Aber jetzt ist ja natürlich, wenn eine Krankheit ist, das zurück, ne? Diese Sehnsucht. Wir, die Osmanen, da ist so eine, in der Türkei ist so ein Ballon, in dem Ballon leben die. Ne? Unsere Küsten sind die schönsten, unsere Frauen sind die schönsten, unsere Männer sind die Größten, was weiß ich. Die Größten. Ja, ja, sollen die glauben, aber die Realität zeigt ihnen den Spiegel. Was würden Sie denn heute sagen, also wenn Sie jetzt so gefragt werden, die Frage, wo wohnst du, wo lebst du, wo leben Sie jetzt, wo wohnen Sie? Naja, das ist ja meine Figur, die dann immer was da und die dort wohnt. Wenn wir sie nochmal zum Sprechen bringen, was würde sie jetzt sagen? In einem Roman mit vielen Seiten vielleicht? Schwere Frage, ne? Sie sind ja mit Ihrem Mann, der heute Abend auch hier ist, Karl Kneidel, dem Bühnenbildner, auch in der Türkei immer wieder. Nicht? Und genau, er liebt ja die Türkei, er will ja gar nicht zurück. Ja, der persische Dichter Rumi, der hat mal geschrieben, jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Vielleicht ist das ja auch der Ort in Ihrer Literatur, dieses Etwas, was Sie am Anfang geschrieben haben, da was in der Nacht zu finden war. Ich danke Ihnen sehr, Sevgi Özdemir, und lege Ihren Roman allen, die heute hier dabei waren, sehr ans Herz. Danke.